Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Europa Universalis 4. Ich bin Byzanz. Nein, ich bin Buck und spiele Byzanz. So rum war das. Ja, nach dem ersten Krieg, der etwas suboptimal gelaufen ist zum Teil, aber wir haben gewonnen. Das ist das Wichtige. In dem Fall haben wir es geschafft, uns große Teile des griechischen Festlandes zu sichern. Immerhin. So, gucken wir doch jetzt mal, ob... Breitwege sind die immer noch nicht, ne? Also schon schön doof. Wie schaut's mit denen aus? Royal Marriage, wir sind zumindest in halbwegs Reichweite. Ja. Ich glaube, ich habe mir nichts geholt, was ich... Bitter. Runter, 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 runter damit. Sehr schön. Ist mir gerade aufgefallen. Sehr schön. Haben wir das. Ja. Was wollen wir als nächstes tun? Gucken wir nochmal. Entschuldigung, ich muss mir gerade noch die Nase putzen. Wie gesagt, seitdem ich die Allergie dieses früher entwickelt habe, ist das etwas sehr ekelhaft. Aber das wird schon. Gut, kommen wir zu dem Punkt. Ich werde noch mindestens einen Krieg führen müssen, wo ich wahrscheinlich nicht über den Bosporus komme, sondern mich verteidigen muss mit allem, was ich habe. Ja. Als nächstes lasse ich jetzt erstmal die Armee wieder voll werden. Ihr kommt natürlich nicht über mein Reich. Quasi, es gibt viele Reiche, aber das ist mein Reich. Wenn man so will. Violence never solved anything. Ja, das stimmt wohl. Aber als Meinungsverstärker gibt es Schlechteres. Natürlich nehmen wir die administrativen Vorteile. Allein schon, weil es uns da auch die Ruhe bringt. Ja. Nebenbei kann man hier auch schon mal die Beziehung verbessern. Dass Polen auch auf keine dummen Gedanken kommt in der Hinsicht. Vielleicht können wir jetzt auch neue Rivalen wählen. Das wäre natürlich klasse. Venedig. Ottomanen. Perfekt. Fupp. Es gibt natürlich deutlich Schlechteres. Die Ottomanen sind ja auch unser Feindbild. Das kann man ja so direkt nicht abstreiten. Muss mal gucken, wen die Ottos denn überhaupt als Rivalen haben. Die haben als Gegner Ungarn, Litauen, Polen, Venedig, Mamelucken und uns. Enemy of the enemy. Versuch's. Ich bin absolut nicht wählerisch, was die Alliierten angeht. Hauptsache, ich kriege sie. Ich überlege gerade, ich überlege gerade, ich überlege gerade. Wir dürften hier 10% mehr Handelsmacht haben, wenn wir nichts, wenn wir keinen Händler hier hinschicken, oder? Wenn ich mich ganz täusche. Wer ist das hier? Thomas, was weiß ich wie was. Paraspondylos. Damit nicht so viel outgoing trade ist. Versuchen wir mal unsere Handelsmacht zu verbessern. So, als nächstes Loan zurückzahlen. 322, besser als nichts. Und Demetrios als 9. Ja. 364, das ist doch halbwegs ansprechend. So, Polen kommt auch noch an, sehr schön. Riga, Kaspar von Andex. Whatever.
Wie gesagt, ich als erstes die ganzen Loans abzuzahlen. Jetzt kann ich am Mietenthalt auch runterschrauben. Dann als nächstes Schiffe, und zwar viele Schiffe bauen. In der Hoffnung, dass ich sie im nächsten oder spätestens im übernächsten Krieg effektiv nutzen kann. So, jetzt. Wie lange habe ich noch Frieden mit den Ottos? Das ist doch gut zu wissen. 14, 16, noch 7 Jahre. 7 Jahre, die man am besten effektiv nutzt, nicht? Also 13 Punkte, das heißt, unsere Army Strength alleine könnte uns da eine Allianz bringen später mal. Die haben immer noch zu viele Bündnisse, hat gar keinen Sinn nachzuhaken. Enemy of the enemy. Auch zu viel. Genua. Schon doof. Austria is allied to Genua. Es sagt natürlich auch. Wir nehmen die noch als Rivalen, den Deutschen Orden. Böhmen hat als Rivalen Polen. Das ist natürlich doof. Sonst hätte ich die noch nehmen können. Und jetzt doch alles suboptimal. Ah, da habe ich noch eine Idee. Die haben als Rivalen Litauen. Aber mal gucken. Einmal so konkurrierende Beziehungen dürfte ich aufrechthalten können. Ja, ich glaube auch, dass der gute Manuel der zweite Palaiologos oder wie auch immer der Typ heißen möge, wiederkommen wird. Burgund wurde ja quasi zum neuen Frankreich gemacht, aber so also mit den ganzen Vasallen, die sie haben, das ist schon echt nicht imba, aber schon sehr stark. Okay. Frankreich scheint unterzugehen. Es gibt jetzt Guyenne. Warum nicht? Ich beschwere mich nicht. Vielleicht kriege ich ja Moskau noch in die Allianz, das würde schon helfen. Wem sind die eigentlich alliiert jetzt? Hejaz Ak-Konjun tun ist naja nichts beängstigend Neues. Hat er nicht erkannt über Monatswechsel anscheinend? Na egal. So. Schaut eigentlich mit Litauen aus von der Armee her. Lithuania. Die haben nur noch. Aber. Also nur noch Mercenaries, aber die haben dafür jetzt ihr Land zumindest frei. Jetzt müssen sie die nur noch irgendwie hier besiegen. Das dürfte ja irgendwie machbar sein für die. Sofern sie sich nicht ganz so dumm anstellen. Ladislaus Postumus. Ach ja, ganz vergessen. Repay all loans. So. Jetzt bin ich quasi low-end free. Und nein, das hat nichts mit Lindsay Lohan zu tun. Muss man auch mal sagen heutzutage. Und ich werde mich als nächstes auf erstmal Athen stürzen, dass ich es integrieren kann. Und dann versuchen noch einen Allianzpartner oder so zu finden für einen etwaigen zweiten Feldzug. Empire Runs on Paper, das ist natürlich auch sehr nettes Event immer. Mal kurz gucken, was ist eigentlich im Moment Stand? 854. Okay. Genua declared war upon Ottomans. Osman, Osman, Osman haben 17.000. Okay. Genua, Ungarn und Kastilien. Jawohl, jawohl. Haut die Ungarn einfach mal nur klein. Haut sie einfach klein. Das wäre natürlich klasse, wenn das klappt.
So, warten kann ich jetzt nicht. Ich muss ja sofort nutzen, wenn ich Zeit habe. Schiffe bauen. Ist ja so. Man hat nicht wirklich viel Zeit über in der Hinsicht. Mit Venedig standardmäßig oben halt, vielleicht hat man Chancen. So, gucken wir doch mal. Was ist das eigentlich für ein Krieg, den die Genuenser da führen? Conquest of Biga. Ambitioniert. Irgendwo zwischen ambitioniert und lebensmüde. Die sind noch bei 3, die sind noch bei 3, die sind noch bei 3, die sind noch bei 3. Aber jedes halbwegs normale Volk hat schon 4 erreicht. Außer uns natürlich. Nee. Österreich auch noch nicht. Krass. Okay, hätte ich es nicht vermutet. Ah, die ersten kastilischen Truppen. Sehr schön. In die Ägäis fahren, dann merken, oh, da sind mehr Schiffe. Weg, weg, weg. Das ist auch eine der cleversten Methoden, schon seit Jahrtausenden erprobt. Da sind mehr als wir. Weg. Hat wahrscheinlich auch mal sehr gut geklappt, nicht? Dann mal als nächstes Protect our Brethren in Philippi. Ja, wir sind auf dem Weg, aber der Weg ist noch weit. Und um Xavier Naidoo und so zu zitieren, dieser Weg wird kein leichter sein. Überlegen, überlegen, überlegen. Ja. Gerade anfangen können wir Disney March machen, aber das bringt so wenig. Man könnte Ragusa versuchen zu erobern. Was wäre ein No Casus Belli Krieg, oder? Obwohl ich könnte fingieren wahrscheinlich von hier aus. Aber dann könnte Serbien mich wahrscheinlich nicht leiden, weil Serbien hat da schon auch schon einen Claim drauf. Ja, sag ich doch. Genauso wie Venedig, mit denen ich auch erstmal noch ins Beziehungsbettchen hüpfen will, wenn man so will. Okay, die Spanier scheinen zu gewinnen, wenn auch nur knapp. Konvertieren kann ich wohl nicht, nicht? Nee. Die haben gerade erst hier das Rad der Zeit zurückgedreht, wenn man so will. Was so richtig vorwärts kommen die nicht mit ihrem komischen Conquest of Biga. Schiffsmäßig sind die Ottos bei 11 Galleys. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Das ist machbar. Muss man dann mal gucken. Der Punkt zu Byzanz gerade am Anfang ist eigentlich die diplomatische Lage ganz wichtig. Ungarn macht auch mit, sehr gut. Was mir natürlich jetzt ärgern würde, wenn sich jetzt Ungarn hier einen großen Teil von meinem Balkan holt. Aber da ich dicht mache quasi mit Edirne und Konstantinopel, kommen die Truppen auch nicht rüber vom Gegner. Das ist natürlich einerseits sehr cool, andererseits sehr doof. So, und nochmal 4 Schiffchen. Ich finde es immer noch sehr verwirrend, dass das nicht angezeigt wird, als wird gebaut oder so. Na, anyway. So, mir geht es jetzt darum, dass ich so viele Schiffe wie nur möglich bauen kann, damit ich wirklich hier den Bosporus dicht machen kann. Das wäre krass vorteilhaft für mich. Ja, es passiert nicht viel. Ich muss auch nicht viel tun im Moment. Na ja, gut. Das Dumme ist jetzt für die, wenn sie Philippe verlassen, ist es weg, weil Zilladik vor ist. Auch wieder sehr clever von euch gemacht, Jungs. Also, Cleverness quasi
nicht mehr zu überbieten. Wobei es natürlich gut für mich ist. Hauptsache, sie halten den Gegner etwas auf. Ich möchte ja gar nicht, dass sie gewinnt. Das wäre blöd. So. Keine Zeit. Es muss weiter gebaut werden an Galeeren. Das meine ich gerade vollkommen ernsthaft. Denn das ist wirklich der beste Weg, um hier den Übergang dicht zu machen. So. Gleich haben wir Moskau voll. Man muss ja nur aufpassen, dass wir Litauen nicht verlieren, genau. Mal kurz gucken. Von den Schiffen her Aragon. Wir tauchen noch nicht auf, das kommt noch. Aber Aragon hat sich als zweite Militärmacht hier etabliert. Das ist natürlich auch schon nicht so ohne. Natürlich auch, weil Frankreich sehr geknechtet wurde. Wollte sagen, wo ist denn die litauische Armee? Da unten bei der Krim. The Empire runs on paper. Das Dumme ist der Casus Belli. Wenn sie jetzt gesagt hätten, take Salonik, hätte ich den Chance ausgerechnet. So führen sie zwar, aber wirklich gewinnen werden sie nicht. Gehe ich mal von aus. So, als nächstes. Dort. Wie viel Geld mache ich pro Monat? 4, das ist doch okay. Was ist eigentlich unser Schiffslimit? 15, naja, da werden wir definitiv drüber gehen. So 20 Galeeren ist mein grobes Ziel. Armee ist ja wirklich zweitrangig in dem Zusammenhang. Ah, die Ottomanen haben hier Kuba, Azov, also quasi deren Handels, Zentren dort schon überrannt. Die Handelskolonie am Asowschen Meer. Ich denke mal, es wird Zeit, dass wir auf Speed 5 hochdrehen. Damit geht er runter auf 19, 20 Frames per Second. Ist natürlich ein bisschen doof, aber ich teste es jetzt mal aus in dieser Aufnahme, ob das halbwegs akzeptabel ist. Aber es passiert ja wirklich nichts und ich rede mir den Mund fusselig. Nicht, dass ich da was gegen hätte, grundsätzlich, aber ich denke, es ist ja grundsätzlich nicht nur im Sinne, wenn ihr nichts passieren seht hier. In der Episode. Sochen. Damit haben wir schon mal die nächsten vier Schiffe fertig. Womit wir dann schon mal 9 Galeeren hätten. Das heißt, wir nähern uns langsam. Klasse, we needed a shake-up. Ideen da bestimmt, ja. Noch überlegen, was ich als erste Ideengruppe nehme. Normalerweise tendiere ich dazu, immer religiös zu nehmen, damit man die ganzen Sunniten hier konvertieren kann. Andererseits haben wir das kleine Problemchen, wenn man so will, dass man eigentlich relativ viele diplomatische Beziehungen hochhalten muss. Das ist immer so ein bisschen sehr suboptimal. Allied to the Teutonic Order. Is allied to Lithuania. Ne, die wollen schon mal gar nicht, auch gut zu wissen. So, noch 3 Jahre, bis wir den nächsten Krieg anzetteln können. Da sind wir immer gut drin. Im Krieg anzetteln. So, dann sammeln wir jetzt erst ein bisschen Geld. Ich denke mal, die Schiffanzahl für den ersten Krieg sollte reichen, ob wir den Bosporus dicht machen können, keine Ahnung. Ich dürfte jetzt schon mal auf der ersten Seite zumindest wieder zu finden sein. Ich, nee, nicht ganz. Gleich mit den nächsten Schiffen 4 Stück kommen noch.
kurz. Lithuania, Teutonic Conquest of Trakai. Das heißt, die kämpfen gegen Litauen, Livonien und Polen, Moldawien, Mazowien. Es blieb mir großartig was anderes übrig. Natürlich helfe ich euch, meine Alliierten. Ob sie das gewinnen, keine Ahnung. Das liegt jetzt an denen. Spontan fällt mir eigentlich, ich baue noch eine Runde Schiffe und dann reicht es aber auch wirklich. So, das soll reichen. Alles andere wird jetzt gesammelt und dann in Armee gesteckt, damit wir auch dem Gegner etwas an Land entgegenwerfen können. Wenn auch nicht viel. So. Friedrich der Fromme von Welf. So, nehmen wir jetzt auch mal die Mamluken noch mit rein. Ob es klappt, weiß man nicht, aber schaden kann es ja erstmal nicht. So, jawohl, ein größter Teil der osmanischen Flotte wird versenkt. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir nicht gefällt. Estrella de Trastamara. Das Dumme ist, dass jetzt eine Frau am Werke. Das heißt, Iberian Wedding kann und wird feuern. Was natürlich einerseits gut und andererseits schlecht ist. Aber, ja, das werden wir noch sehen. Henry Tudor, die sich auch nicht selten in der Macht. Sehr klasse. Ja, die gewinnen den Krieg. Weil das Kriegsziel niemals erreicht werden kann. Ach ja, im Krieg kann ich ja nicht annektieren, fällt mir gerade spontan auf. Wie sieht's aus? Sie liegen hinten. Aber ja, hier gewinnen sie jetzt die Schlacht um Plock, glaube ich mal. Ja. Ah, folgen, weil sie Seeschlachten verloren haben und im Osten gegen die Moskowiter. Bosniakische Truppen, okay. So. Empire Ransom Paper, sehr gut. Genau so sehe ich das nämlich auch. Und ich überlege gerade ernsthaft, gut, da ich militärisch sowieso mithalten muss am Anfang, das heißt, es wird wahrscheinlich religiös, es war auch schön und gut für Casus Belli und alles, aber ich werde wohl zunächst einmal hier auf die diplomatischen Ideen zurückgreifen, damit ich mir quasi mit dem zusätzlichen Diplomaten etc. ein bisschen Freiraum verschaffe in der Hinsicht. Ja, ich denke mal, es dürfte mir mehr bringen. Diplomatie ist eigentlich nie sinnlos. Gut, dann wollen wir doch als nächstes mal jetzt Eastern Knights bauen. 2000 erstmal. Die Ottos haben nur 9 Galeeren, damit dürfte ich fertig werden. Kämpft ihr auch in Spanien? Ne, ich dachte schon. Obwohl. Marokko. Ne, Aragon. Die kämpfen gerade gegen Burgund. Ne, wer. Das ist natürlich klasse. Das ist klasse. Muss man mal gucken, was wäre natürlich auch gut, wenn ich. Okay, der Frieden.
des Krieges zu Ende. Am Anfang kann ich noch auf das Prestige verzichten, das ist dann nicht so wichtig. Die sind schon bei Miltech Stufe 5, das ist natürlich bitter. Andererseits, wenn mein Plan aufgeht, ist das relativ egal. Weil ich dann quasi hier den Gegner gar nicht erst über den Bosporus kommen lasse. Ja, so die dumme Hoffnung meinerseits. Geldtechnisch gesehen, wir können noch 6. Wir können rein theoretisch noch 8 Einheiten kaufen und uns kaufen. So. Bauen wir die erstmal fertig. Ob das jetzt schon reicht, muss man dann mal sehen. Vielleicht muss ich da noch ein paar Galliern zubauen oder den Schlachten ausweichen, dass ich dann im nächsten Krieg genug habe, aber mal sehen. So, schauen wir mal. So, als nächstes kannst du. Könnt ihr nicht rüber wegen der Moral. Wäre doof. Gucken wir mal kurz. Wir sind jetzt schon bei 8 von 14. 2 werden noch fertig. 10 von 14. Noch einen Monat zu Ende. That's Fighting Talk, okay. Nochmal, ich glaube, die kann ich noch nicht überzeugen zu einer Staatsehe oder ähnlichem. Ne, ein bisschen was fehlt noch. Distance between borders, aber mal gucken, da kann man bestimmt auch noch was gegen tun. Aber hier oben scheinen wir zu gewinnen. Sieht zumindest so aus. Lithuania 19.000. Polens auf Nummer 2 schon okay, weil sie Mazowien schon integriert haben. Boah, die werden noch gut abgehen, das habe ich das Gefühl. Kurz warten, bis ich die ganzen Truppen zusammen habe. Okay, jetzt bin ich schon nicht mehr beim vollen noch 3 plus noch pro Runde, meine. Also pro Monat. Noch einen Monat warten, dann kann ich die zusammenziehen, denke ich mal, von der Moral her gesehen. Ich hätte zwar lieber mehr Kavallerie gern dabei, aber was man sich am Anfang halt nicht leisten kann. Aber sieht doch ganz gut aus. Wir haben eine halbwegs brauchbar große Armee. Vielleicht ist damit sogar schon ein venezianisches Bündnis drin. Gucken wir mal kurz, wie es mit den Schiffen aussieht. Okay, ich habe 18, die haben 9. Das heißt, rein theoretisch, da die erste Verbesserung der Schiffsklassen erst so mit, ich glaube, Tech-Stufe 8 oder 9 kommt, im Galeerenbereich, dürfte ich da Vorteile haben. Siebzehntausend, 18.000. Wenn man mal guckt, die Osmanen haben 19.000 Soldaten und die stehen fast alle dort. Okay. Dann kaufen wir uns jetzt, oder geben wir erstmal wieder vollen Unterhalt für die Force, dass da auch wieder ein bisschen Besatzung reinkommt. Und
Ansonsten sammeln wir noch mal ein bisschen Geld und versuchen eventuell noch das Bündnis mit Venedig anzustreben. Gucken wir mal. Royal Marriage reicht nicht. Okay, allein schon dieses zu viele Beziehungen ist schon nervig und dann noch unsere mangelnde Armeestärke. Eine Staatsehre wäre aber drin, wenn er nicht die zu vielen Bündnisse hätte. Mist, Kerl. Na egal. Ja, die nächste Miltech-Stufe ist gut. Von 45 ist doch ein Witz. So. Dann baut mir noch mal zwei. Use more soldiers. Ich kann sie aber nur nachher abstoßen, da ich keinen Staat mit denen haben werde. Gucken wir mal, es wäre natürlich jetzt klasse, wenn ich mit denen wirklich noch. Ja. Ohne Witz, das war gerade sehr gut. Venedig hat dem Wichtigen zugestimmt gerade. Gut. Western Arms Trade happened to us. Ignore them. So. Gut, 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 gut. Wem habe ich jetzt noch? Ja. Ich würde sie gerne annektieren, aber es geht noch nicht. Wir führen in dem Krieg hier, aber eigentlich keinen, aber wir führen deutlich, wenn man so will. Man darf dabei ja nicht vergessen, dass wir eigentlich aus nichts kamen, nicht? Also so, sehr schön. Dann haben wir jetzt auch 14.000 Mann. Wir sind schon mal ganz unten auf der ersten Seite. Ich bin so stolz auf euch. Ich bin so stolz. Ja, und wir haben es auch geschafft, uns zumindest hier zu etablieren, halbwegs vor den Ottomanen. Das dürfte eigentlich auch klappen, dass wir die demnächst über den Bosporus abwehren können. Das heißt, hier beende ich jetzt das Turnset. Wir sind dann in der nächsten Episode wieder, wenn wir aller Wahrscheinlichkeit nach versuchen, Europa ottomanenfrei zu machen. Wie gesagt, es war ein bisschen, naja, langweilig, kann ich doch, es war langweilig. Es kam nicht wirklich viel vor, aber ich habe es geschafft, mir durch halbwegs passendes wirtschaftliches Taktieren meine Kredite ab vom Hals zu schaffen, die Allianz mit Polen, Litauen zu festigen und Serbien und dazu sogar noch Venedig als Alliierten zu gewinnen, was ja definitiv nicht schaden kann. Ich wünsche euch also jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann demnächst, wenn wir weitermachen mit dem Basileus Achievement. Bis denn!